HighTech steht für hochwertige Qualitätsarbeit, made in Germany. HighTech steht aber auch für gesundes Grillen. Herzlich willkommen im Leon Chateau Hotel Bayerisches Haus in Potsdam. Mitten im Herzen der Natur wollen wir heute auf der Terrasse unseres Gourmet-Restaurants Friedrich Wilhelm grillen. Und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Grill ausgesucht, den HighTech Grill. Zu Beginn jeder Sitzung werden Sie von mir genauestens aufgeklärt und auch während der Behandlung erläutere ich Ihnen jeden einzelnen Arbeitsschritt. Gesunde und schöne Zähne werden mittlerweile im privaten und beruflichen Alltag immer wichtiger. Genau das ist mein Ziel.
Voll geil. Jetzt löse ich die Haut vom Fleisch, gehe damit rein und mache dann die Marinade dran. Okay. Ja, hat geklappt, Leute. Probiert. Tim, servus. Doch, lustig, ne? Ja, und den schenkst du mir? Ja, genau, das haben wir gedacht. Dankeschön. Da haben wir die passende Antwort. Da reden wir mal drüber. Grill, wo wir sagen, wir können auch andere einsetzen. Das sieht geil ordinär aus. So geil aus. Lecker. Lohnt sich zu warten. My name is Thomas Pocher. I work as Business Unit Manager Compact Magnetic Resonance at Bruker BioSpin. With the today's market introduction of our new mini-spec auto. Du! Josef, du! In München, du! Ja, meine Damen und Herren, Sie merken, glaube ich, schon ein bisschen die Richtung des heutigen Abends, eher besinnlich. Was macht man jetzt? Was werden wir jetzt machen? Es ist die Hölle. Was ist so gesund in Frankreich? Viel Wein saufen, keine Fremdsprachen reden, unfreundlich sein. Buffalo is a very important animal over history for a long time. Years ago, when the buffalo left in 1890, our prophecies, they said that our people would go lost. Stark, ja. Super weich. Das ist ja Wahnsinn. Wir machen jetzt mal ein Carpaccio. Mhm. Einfach ein ganz kleines Carpaccio. Super. Zitrone brauche ich mal und ein bisschen Rucola einfach. Und Parmesan. Boah, bin jetzt schon fasziniert. Das machen wir dann auf dem erlegten Büffel, schneiden genau. Wir gerade ein Stück raus und auf geht's. Genau. Ja, weil die Indianer, die kochen ja ziemlich gewürzlos. Also die machen ja mit den ganzen Wildkräuter und so. Die wilde Zwiebeln. Das machen wir sofort auf die Karte. Es gibt
gibt eine Studie, die besagt, dass wir rund 200 Mal am Tag lügen. Schön, dass deine Eltern uns besuchen kommen. Meine Schwiegereltern wohnen 357,3 Kilometer weit weg und ich liebe jeden Kilometer. Die Aussage einer Frau, also ich habe ja im Leben nur mit zwei Männern geschlafen. Da stellen sich mir gleich ganz viele Fragen. Erstens, gleichzeitig? Dass wesentlich mehr gelogen wird? Woran liegt das? Es geht eigentlich darum, dass wir bei der Lüge, um sie erkennen zu können, ein Gesamtbild brauchen. Stell jetzt Carsten die Frage, das ist übrigens die Fragen aller Fragen, die vor allem in den ersten Wochen einer Beziehung gestellt werden, vor allem sehr gerne von Frauen. Mit wie vielen Frauen hast du im Laufe deines Lebens geschlafen? Oh, seht ihr?